Ich habe keine Ahnung. Wir drehen einfach mal fröhlich. Komm. Das sieht richtig aus. Machen wir einmal den hier. Jetzt machen wir einmal. Nee. Nee, warte. Wie, die Frage ist doch, warum gehen sie erst ins Eis rein? Ah, die gehen wirklich ins Eis rein. Die müssen es kaputt machen. Aber dann gehen sie wieder zurück. Verstehe ich nicht. Bin ich zu dumm für. Tut mir leid. Weiß ich auch nicht. So. Dann drehen wir einmal. Dann drehen wir nochmal. Und ganz ehrlich, was tue ich da? Ah, schon wieder nicht. Wieder nicht. Widerlich, ey. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Wow! Ich weiß nicht. Na, wer wohl? Denkst du, das war der Handwerker von nebenan, oder was? Also. Wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, habe ich schon, aber ist ja egal. Nein! Was? Denkst du, Handwerker von nebenan, oder was? Ja, der war wichtig. Ich musste es jetzt wiederholen. Wie komme ich hier runter? Ich muss sicher an diese Flagge da springen. Da ist gar kein Zweifel, aber... Nein, ich muss die Wand langlaufen, Tuccaloni. Tuccaloni. Es tut so weh. So. Die Stadt der Djinn, ja, wir sind am Start. Die Stadt der Djinn, wir waren dabei. Ich frag mich doch... was? Wir haben... wo sind die Treppenstufen hin? Da waren Treppenstufen. Willst du mich verarschen? Okay. Der Prinz. Anscheinend im Besitz der Macht, Treppenstufen verschwinden zu lassen. Wie er das machte, er wusste selber nicht. Aber ich meine, wer kann, der kann. Ne? Sind wir mal ehrlich, Gina. So. Ich weiß es nicht. Wo kam eigentlich diese Säule jetzt her? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Kam die aus dem Nichts? Ihr könnt zurückschauen und gucken. Zurückschauen. Nee, zurückspulen und gucken. Kann ich leider nicht. Ja, arm. Nee, gar nicht schwer. Wirst schon sehen, wie schwer es noch wird, Amigo. Nee, gar nicht schwer. Wo denkst du nur hin? Ist ja wohl übelster Billo-Scheiß. Also bitte. Ich hab... Boah, war eng. Gut. Die Treppe. Razia hätte mich auch davor warnen können. Nein, was warnen, ey? Mit 1000 Jahren kann man auch mal was vergessen. Challenge, ey. Digga, Challenge. Du musst auch mal das Unerwartete erwarten. Alter. Soll ich sagen, expect the unexpected und dann ist genau das passiert. Okay. So, dann hier durch. Hier rum. Hat wehgetan. Sollte es auch. Alter. Die Fallen. Sie waren nicht Tuccalonis Freund. Sie waren auch nicht sein Feind. Sie waren einfach da. Ja. So nach dem Motto muss es auch geben. Tuccaloni war nur etwas, was eiskalt abgemessert wurde. Im Prinzip nicht wichtig. Warum hängst du dich nicht darunter? Nee, komm, fick dich. Ich hab Bock drauf. Erstmal Pizza, ey. Spaß. Boah, nee. Razia hätte mich auch davor warnen können. Nee, gar nicht, ey, Digga. Mit 1000 Jahren kann man auch mal was vergessen. Du musst die Challenge suchen, Digga. Okay, nochmal. Diesmal mit Bedacht. Wie man innerlich schon zusammen... Strike und Prinz versenkt. Wie man innerlich schon zusammenzuckt, wenn man das gerade absolviert, ey.
Okay, nochmal. So, vor. Ja, ja, ja. Nein! Egal, egal. Geht noch. Geht noch, Digga. Geht. So. Ist auch mal schön mit null Leben und... Herzinfarkt. Mit null Leben. Und... Also was heißt null Leben? Fast keinem Leben und null Energiesphären da durchzukommen. Alter. Ich sag einfach gar nichts mehr. Weil egal was ich sage, ist ja anscheinend falsch. Egal was ich sage, es führt immer dazu, dass ich sterbe. Egal, warte mal kurz. Jetzt. Alter, komm, scheiß drauf. Sterb ist mir egal. Es gibt Wichtigeres gerade. Okay. Mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Ich erkläre mal die Situation ganz kurz. Und drehe dabei meine Maus und aus Versehen im Kreis. Im Prinzip ist es jetzt so, dass in meinem Mikrogitter jetzt Essensreste hängen, weil ich dumm bin. Und die muss ich jetzt rauspulen. Challenge geschafft. So. Messer aufs Bett schmeißen. Und wenn ich mich dann mal aufs Bett schmeiß, dann, naja, dann haben wir den Salat. Auch wenn man keine Freunde mit Salat findet. So, jetzt halt doch mal die Fresse, Togaluni. Und dann reiß doch, warum bist du so dumm? Reiß doch mal bitte was, ey. Ach, komm schon. So, nee, ist mir jetzt egal. Ich muss da konzentriert einsteigen. Ohne Konzentration können wir das hier gar nicht angehen. So. Warum? Nee, Prinz, ist okay. Ist okay. STRG drücken wir zum Mainstream. Ich sehe das schon. Ach, komm schon. Ey, scheiß doch drauf. Warum kann ich nicht einfach mit viel Leben und viel Energie starten? So, dankeschön. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ich da sitze und dann als Zuschauer und das anschaue und dann denke ich mir so. Halt die Fresse. Genau das würde ich mir dann denken. Ich bin durch, egal, ich bin durch, 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 durch, durch. Alter, Alter, was ist los? Digga, was ist los, ey? Es läuft korrekt, Mann, es läuft korrekt. Das Glück ist mit den Dummen. Ich glaube es ja nicht. Das, scheiß doch die Wand an. Ja, und jetzt werde ich an diesem Sprung scheitern, ich sehe es schon. Wow, wow, Razia, geh weg. Wir können es auch so schaffen. Wir können es nicht schaffen. Na gut, was hast du uns zu sagen, Schnecki? Ihr hättet mir etwas von gefährlichen Treppen sagen können. Was ist geschehen? Sie sind unter mir eingestürzt. Entschuldigt. Die Stadt ist seit Jahrhunderten verlassen. Ich bin so lange hier, dass ich es vergessen hatte. Gibt es noch etwas, das ihr vergessen habt? Zum Beispiel, wie ich meinen Bruder retten kann? Ihr wolltet ihn aufhalten, nicht wahr? Trotz meiner Worte. Aber natürlich. Dann wisst ihr, dass es wahr ist. Malik ist nicht zu retten. Er ist nicht mehr er selbst. Aber er kann nicht gerettet werden? Wie kann ich euch vertrauen? Ich kenne euch doch überhaupt nicht. Und ich kenne euch kaum, Sohn des Sharaman, Bruder des Malik. Doch muss vertrauen, dass ihr beendet, was euer Bruder begann. Was kümmert es euch? Ihr seid ein Djinn und damit nahezu unsterblich. Ratash gehörte einst zu meinem Volk. Wenn wir hier versagen, zerstört er alles, was mir je im Herzen lag und ich zu beschützen geschworen habe. Auch dieses Königreich. Was braucht ihr mich? Wieso tut ihr es nicht selbst? Ich erfülle meinen Teil. Und der wäre... Traut ihr mir wirklich nicht? Oder seid ihr wütend, weil ihr wisst, was getan werden muss und Angst davor habt? Als ich klein war, zog mein Vater oft in den Krieg. Malik war es, der mich lehrte, das Schwert zu führen. Wie sollte ich ihn bekämpfen? Ihr bekämpft nicht euren Bruder, sondern Ratash. Das weiß ich. Aber das erleichtert es nicht. Ihr habt recht. Ratash und seine Armee müssen gestoppt werden.
Sagt mir, was ich tun soll. Die Stadt ist zerstört. Ihr werdet nicht alleine hindurchgelangen. Fotrota Chodra, Beto Mida. Ich habe euch meine Erinnerungen an den Ort gegeben. Das hilft euch, die Stadt zu sehen, wie sie einst war. Geht, wir werden uns im Tempel sehen. Was hat denn jetzt wieder angedreht, ey? Komm schon, das ist nicht mehr witzig. Oh Mann, oh. Okay. Einmal Sphärenbingo und dann ist diese scheiß Folge vorbei, weil dann habe ich keinen Bock mehr. Es geht mir einfach nur noch auf den Sack hier. Weißt du, kämpfe erst gegen Monster, wo man nicht gewinnen kann, ja? Und dann ist es der eigene Bruder, aber irgendwie auch nicht und du weißt gar nicht, was los ist. Hier wird einem irgendwelches Zeug angedreht und beim Sphärenbingo hast du nicht Platz 1 in deinem eigenen Let's Play. Schau mal, das sind noch genug Gründe, einfach mal zu Rage quitten. Aber nein, ich bleib ganz ruhig. Blau. Okay. Das ist schlecht. Blau. 1-0. Rot. 2-0. Okay, okay, das reiß ich. Links ist nichts. 3-0. Hier ist rot und blau. Ich war so nah dran. Blau. Nichts. Okay, ich hab absolut verkackt. Geil. Ich glaube, 3-0 ist so die magische Grenze. Die kann ich kann die nicht überschreiten. Traurig. Und natürlich versuchen wir nochmal die andere Seite. Ich will jetzt dieses 4-0, ey. Das geht mir so auf den Keks. Rot. Okay. Macht nichts, macht nichts. Wir haben noch einen Fehlversuch, bevor es losgeht. Blau. Danke, Spiel. Fick dich. Rot. Okay. 4-0 kann ich schon nicht mehr holen. Geschweige denn brechen, also scheiß drauf. Energie und Punkte mitnehmen und Gesundheit und Gesundheit. Wir alten höflichen Kinder. Nee. Auf geht's in die Djinn-Stadt. Was wir genau können, wissen wir eigentlich gar nicht. Und ob wir es wissen wollen, ist die andere Frage, die sich hier uns natürlich ganz klar stellt. Hallo, Kinder. Wie auch immer hier dann auf einmal ein Gitter ist und alles zugefallen ist, wenn wir da sind. Verstehe ich nicht. So. Der Moment, in dem du dir absolut sicher bist, dass dem Prinz irgendein Stoff angedreht wurde. So. Alt. Ah, okay. Schön. Mache ich aber nicht, habe ich keinen Bock drauf. Alt. Ah, schön. Mache ich aber nicht, habe ich keinen Bock drauf. Alt. Schön. Ach, komm, scheiß drauf. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, weil ich hab, ganz ehrlich, nee. Ich genieße meine Pizza. Ich hoffe, ihr genießt eure Pizza genauso, wenn ihr eine habt. Und wenn ihr keine habt, dann kauft euch eine Pizza. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass ihr dabei waren. Tugelunia Jans verabschiedet sich in einer monotonen Stimmlage, sagt irgendwelche Dinge und am Ende kommt dann ein Ciao! Bis zum nächsten Mal. WTF. LOL.